Volk sei anzumerken, es war ein ähnliches Ambiente wie heute Abend hier. Es war auch ein Schloss, es war dunkel, es war Flutlicht, es war Wiesbaden International und dort wurden sie Dritte in der Grand Prix Kür. Die Reiterin vom Reitverein St. Georg Münster mit dem 10-jährigen Hannoveraner Hengst, dem Sohn des Fiedertanz aus einer Alabastermuster, Franziskus. Und beim Turnier der Sieger nun in der Grand Prix Kür, Ingrid Klimke. Ich bin immer wieder.
ein Stern. Franziskus und Ingrid Klimke vom Reitverein St. Georg Münster. Ja, meine Damen und Herren, und wer es nicht wusste, weiß es jetzt. Das ist nämlich das jüngste Pferd hier in der Runde. Wir haben den Wüstensohn Sahib gesehen, 18 Jahre. Dance on Oldenburg, 16 Jahre. Cabanas, 12 Jahre. Und Franziskus ist erst 10 Jahre jung. Und wie jung der ist, haben wir gerade gesehen, als Ingrid so ein bisschen für die Weltmeisterschaft noch trainiert hat. Kleinen starken Galopp hingelegt, den zweiten haben Sie gesehen, da ging er ihr fast von der Fahne und auch der letzte starke Trab, da dachte er wahrscheinlich an eine Hengstpräsentation. Ansonsten, Ingrid, hast du eine Traumrunde hingelegt. Ich habe dich ja schon gesehen und viele der Zuschauer sicherlich auch in Aachen. Ich fand das sonst viel, viel reifer noch als vor 4 Wochen oder gut 4 Wochen in Aachen. Eine mit Schwierigkeiten gespickte Kür. Ich finde toll, toll ausgewählte Musik. Ich habe mal, als ich anfing, Küren zu richten, von einem Richter gehört, man muss sich auf den Oberschenkel klopfen zur Musik. Und das habe ich jetzt eben auch gemacht und Sie wahrscheinlich auch. Echte Ohrwürmer hast du dir hier rausgesucht und hast das wirklich toll, toll gemacht. Schöne Passagen, gute Piaffen, tolle Einerwechsel auf gerader Linie, auf der gebogenen Linie Zweierwechsel, Pirouetten, wunderbare Trab-Traversalen, tolle Trab-Verstärkung. Ich bin ganz gespannt, wie die Richter das Ganze bewertet haben, denn beide Lektionen, die jetzt nicht super gelungen waren, hattest du vorher gut gezeigt. Ein ganz, ganz großer Applaus für die Reitmeisterin, die das jüngste Pferd hier heute Abend in Münster vor dem Schloss uns präsentiert hat. Und hier das Ergebnis für Markus Hermes und Zink Cabanas FH. Es sind insgesamt 71,475%. Momentan Platz 2.